Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Lookfantastic The Vox aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ab 17 Euro kommt die monatlich zu einem nach Hause und ich finde, das ist eine so der Top-Boxen, die es so im Beauty-Markt gibt. Vor allem die ganzen Limited Editions sind natürlich der Burner und Leute, der Adventskalender. Habe ich euch gestern gezeigt. Ist im i verlinkt. Schaut gerne mal rein. Kann man jetzt bestellen und da gilt noch kein Code drauf oder so. Ihr kriegt aber sonst immer mit Claudi Welt auf alles den maximalen Rabatt. So auch auf diese Abo-Boxen, ne? Und wir haben hier immer einen recht schönen Warenwert am Start. Wir haben ja auch echt gute Produkte drin. 5 Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Ich bekomme sie in PR zugeschickt und habe gleichzeitig aber noch mein privates Abo am Laufen. Das heißt, eine Box verlose ich an einen von euch. Ich habe jetzt erstmal eine hier. Wahrscheinlich kommt, wenn ihr das Video seht, an dem Tag, an dem Montag, auch die zweite Box an. Die verlose ich dann in diesem Video. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Genau. So, die werden ihre Boxen jetzt auch so langsam los, ne? Die wahrscheinlich noch auf Lager haben. Denn normalerweise hast du hier gar keinen wirklichen Boxenkarton mehr. Also es ist quasi im Umkarton drin. Aber gut, ich habe jetzt einfach mal den Deckel entfernt und habe hier einmal das Flyer-Ding. Da kann man den QR-Code scannen und kommt dann in das Heftchen. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Das erste, was ich hier rausziehe, ist etwas von Umberto Gianni. Ein Scalp Scrub, Exfoliating Scalp Treatment mit Kokosnussöl, Vitamin E und 50 ml haben wir hier drin. Für trockene und sensible Kopfhäutchen. Kann ich persönlich sehr, sehr gut gebrauchen, einfach weil ich eine sensible und auch eine problematische Kopfhaut habe, was aber auch daran liegt, dass ich aktuell sehr viel meine Weihnachtsmütze trage. Ich sehe gerade, ich habe meine Elfen noch im Hintergrund läuft, beziehungsweise meine Wichtel, denn gleich werde ich Adventskalender drehen und im Prinzip drehe ich hier ständig Adventskalender. Dass meine Beautybox zwischendrin kommt, ist für mich ein absolutes Highlight, deswegen freue ich mich gerade auch so darüber. Und ich verwende regelmäßig Kopfhautpeelings und es tut meiner Kopfhaut auch wirklich gut, ne? Dadurch kann ich dann auch so leichte Schuppen lösen, aber verwende die nicht allzu häufig. Ich mache das so einmal pro Woche ungefähr, wenn überhaupt, ne? Genau, aber es ist schön, dass es hier mit drin ist. Kann man, glaube ich, ganz gut gebrauchen, würde ich mal so tippen, ne? Dann gehen wir mal weiter. Da habe ich was drin von The New Company. Skin Filter Serum mit Phytoretinol. 10 ml haben wir hier drin enthalten. Meine persönliche Empfehlung ist, auch wenn das Phytoretinol ist, was dann sehr wahrscheinlich auch auf pflanzlicher Ebene sein wird, also quasi das Bakuchiol, das ist ja auch, fürs Gesicht, ne? Verwendet Retinol nur abends, wenn ihr es unbedingt verwenden wollt, auch jetzt noch im Sommer, ne? Ich persönlich verwende Retinol erst ab Oktober wieder, weil meine Haut super sensibel und super, super hell ist. Und wenn ich da jetzt mit Retinol dran gehe, dann könnte es sein, dass sie zu sonnenempfindlich wird. Also ich persönlich bewahre mir das auf, ne? Dass ich das dann von Oktober bis Ostern wieder verwende. Macht es aber, wie ihr möchtet. Ich kann nur meine persönliche Empfehlung hier aussprechen, was halt auch auf meinen Hauttypen gemünzt ist, ne? Genau, aber finde ich schön. Ich finde Retinol ist einfach auch ein ganz, ganz toller Wirkstoff, der so der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin ist. Also ich merke es halt auch im Winter immer wieder, wenn ich Retinol verwende, wie glatter meine Haut aussieht. Und genau, ne? Das ist halt wirklich eine schöne Sache, die ich dann auch super gerne verwende. Dann habe ich hier von Espa ein Produkt drin, und zwar eine Bodylotion mit Bergamotte und Jasmin. 75 ml haben wir hier drin enthalten. Bodylotion ist auch eine Sache, die ich mindestens einmal täglich verwende, wenn nicht sogar zweimal täglich. Espa ist ein bisschen krass parfümiert. Und Bergamotte ist nicht ganz so mein Vibe, aber ich liebe Jasmin. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich die hier verwenden werde, einfach wegen dem Bergamotte-Duft, ne? Aber das ist halt auch eine persönliche Präferenz und jeder hat da ja so seine eigenen Lieblingsdüfte. Schreibt mir gerne mal euren liebsten oder eure liebste Geruchsrichtung, vielleicht sogar Duftkomponente, in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Ich bin halt, wie gesagt, ein super Jasmin-Fan. Ich liebe Vanille zum Beispiel auch. Was ich auch richtig schön finde, ist, wenn man halt so in Parfums zum Beispiel etwas mit Milch oder sowas drin hat, weil das für mich so eine gewisse Sanftheit mit sich bringt, aber halt ohne diesen krass pudrigen
Beigeschmack quasi oder Beigeruch und halt überhaupt nicht Kopfschmerzen verursachen. Ne? Nun, aber das so viel von meiner Seite. Und Tonkabohne, oh, liebe ich auch sehr, sehr, sehr. Dann habe ich hier noch drin ein viertes Produkt und ein fünftes und, oh mein Gott, ein sechstes Produkt. Das darf man, gut, dass ich die Unboxings mache, dann überseht ihr das nämlich nicht, weil manchmal ist es ein bisschen verrückt gepackt. Okay, von Delilah habe ich einen Lipline Longwear Retractable Pencil in der Farbe Pout 3003. Den müsste ich sogar noch selber haben. So schaut der immer aus. Ich meine nämlich, dass ich den mal irgendwo auch in einem Adventskalender drin hatte. Das muss ich nochmal recherchieren, aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, sehr, sehr tragbare, etwas kühlere Farbe, die jetzt auch Richtung Herbst ruft, um das mal so zu sagen. Also es ist eine etwas herbstliche Nude-Farbe, finde ich. Ne? Und kann ich zum Beispiel auch so, weil ich habe zum Beispiel so ein Lipgloss drauf, ne? Wenn ich mir den jetzt so außen drum rum gegeben hätte, hätte das Ganze nochmal so eine etwas definiertere Kontur gegeben. Und was halt auch ein Lipliner macht, ist, dass er verhindert, dass ein Lipgloss oder Lippenstift oder was auch immer uns in die Lippenfältchen rutscht. Denn ich habe so ein bisschen, Plissé-Fältchen. Und dementsprechend brauche ich sowas eigentlich immer ganz gerne. Ja, aber es ist schön, dass es hier mit drin ist. Ein schönes dekoratives Kosmetikprodukt. Ich habe hier übrigens dann offensichtlich 6 Produkte auch hier vor mir in der Box liegen, was ich geil finde. Von Natasha Denona habe ich nämlich von der I Need a Nude Palette ein Monolidschatten. Und zwar Shade Muse 500SF. Ja, das ist einmal dieser hier und die eine I Need a Nude Palette habe ich hier. Das heißt, der hier wird auch nicht bei mir bleiben, sondern den werde ich zur Seite packen. Ich packe nämlich zum Ende des Jahres auch wieder Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, Monolidschatten-Adventskalender, Nagellack-Adventskalender und verlose die auch hier auf meinem Kanal. Also solltest du Bock haben, mich in dieser ganzen Zeit zu begleiten und generell auch gerne weiterhin nach der Adventskalenderzeit, dann abonniere super gerne meinen Kanal und werde Teil der Crew. Das fände ich mega, mega nice und würde mich mega freuen. Auf jeden Fall finde ich, ist das auch ein sehr schöner Ton, den man auch als Mono gut haben kann. Einfach, weil es ein tragbarer Ton ist. Ne? Und ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich euch den sogar mal swatchen. Denn die Palette habe ich ja, ne? Wo habe ich den denn? Hier, genau in der Mitte. Aha, meiner sieht aber auch schon etwas benutzter aus. Der ist halt wirklich so ein bisschen Cream to Powder. Und ich glaube, das wird viele freuen, wenn die den auch so haben. Ne? Und so schaut der Ton dann einfach auf dem Finger aus. Ne? Sehr, sehr spiegelglanzmäßig. Finde ich wunderschön. Den übers komplette Lid ist wundervoll. Und dann so ein bisschen mit dem Bronzer kombinieren. Vor allem, wenn man den auch so verblendet. Dann wird er natürlich, ne, Cream to Powder, wird er pudrig. Also der settet sich in dem Sinne dann. Und der hat einen wunderschönen Schimmer und so eine, ja, bräunliche, ganz, ganz hellbräunliche Base, ne. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Dass der als Mono mit drin ist, finde ich klasse. Das ist echt gut gewählt. Ja, genau. Und dann hat man hier natürlich jetzt, wenn man den nur mit dem Tuch abmacht, so ein bisschen Glitzer überall. Aber hey, ich bin eine Fee, ich darf das. gut, dann habe ich hier das letzte Produkt und zwar ist es von Peter Thomas Roth, das Firm X Peeling Gel. Und da muss ich gleich mal gucken, womit das peelen soll. 15 ml haben wir hier drin enthalten. Ich persönlich verwende halt super gerne Enzympeelings oder halt auch chemische Peelings. Das ist voll mein Vibe. Hier, chemische Peelings sind halt eher so zur Winterzeit, zur kälteren Jahreszeit. Ja, das steht jetzt nicht drin oder dran oder drauf, womit das dann sein wird. Ist auch noch verschlossen, dass ich da jetzt nicht irgendwie mal spicken könnte. Aber gut, ja, wie gesagt, wenn das jetzt halt irgendwie nicht unbedingt mit mechanischen Peelingpartikeln ist, dann ist es etwas, was ich mir auch sehr gut für mich persönlich vorstellen kann. Und ja, genau, finde ich schön. Ja, Gesichtspflege, Körperpflege, Haarpflege, dekorative Kosmetik, was will man mehr? Und das für 17 Euro finde ich persönlich immer wieder eine gute Sache. Ich schaue mal schnell hier rein. Nee, ich habe nicht noch irgendwie ein Produkt vergessen. Ich glaube schon, dass man hiermit glücklich wird. Ne? Also wie gesagt, für mich ist die Look Fantastic The Box eine der besten Boxen, die es so auf dem Markt gibt. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie bei mir eintrifft, dass ich sie auspacken kann, dass ich sie euch vorstellen kann, dass ich die Produkte in Anwendung nehmen kann. Weil man merkt irgendwie schon, dass das nicht so eine Box ist, die irgendwie so zusammengewürfelt wurde. Ne? Das sind neue Produkte, die man so noch nicht kennt. Das sind coole Produkte, auch gehypte Produkte. Und mir macht es einfach Freude. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wir können uns super gerne darüber austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.